Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zu Uncharted 4, A Thief's End. So, in der letzten Folge, da haben wir nun hier den Job in Malaysia angenommen. Wir sind in Kapitel 3 angekommen und mit Nathan sind wir gerade unter Wasser. Und ja, hier gibt es so einige Schätze zu bergen und während ich hier herumgeschwommen bin, habe ich sogar noch einen entdeckt. Jetzt müsste ich den nur wiederfinden. Irgendwo... Hier wurde er mir angezeigt, glaube ich. Ich glaube, da hinten habe ich ihn gerade blinken sehen. Jawolla, sehr schön. So, den nehmen wir mal direkt mit. Und das hier ist Schatz Nummer 5, eine antike Taschenuhr. Sehr schön. So, aber jetzt werden wir uns erstmal wieder zurück zur Hauptmission begeben. Das ist immer ganz gut, wenn man sich hier nochmal ein bisschen umschaut. Gerade hier in diesem dichten Gestrüpp unter Wasser übersieht man mal schnell was. Aber jetzt werden wir erstmal die Kiste dort bergen. Okay, ich bin zur Kiste zurück und hab sie geholt. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Okay, Moment, dann werde ich die mal... Das Ding wird langsam schwer. Jo. Das Einzige, was ich aus diesem Fluss bergen will, ist der Anhänger. Ich weiß. Die werde ich da mit hineinlegen, dann sollte das eigentlich auch soweit... alles in Ordnung sein. So, und rein damit. Sehr schön. So, eine Kiste, die ist ja noch gefangen. Eine Kiste gesichert. Die können wir jetzt noch nicht rausholen. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Alles klar. Und das werden wir dann wahrscheinlich erst machen können, nachdem wir hier diesen ganzen Container hinbekommen haben. Jawohl, hallöchen. Da kommen sie ja schon. Sehr schön. Dieser Job lief ja bisher eigentlich ganz entspannt. So. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Erstmal hinmanövrieren. So. Hier, das ist eine Achse. Kriegst du es hin? Ich glaube, das reicht. Okay, jawohl. Jetzt hab ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Ja, so bisher hatte ich noch keine Probleme, was das anging. So, jetzt muss ich wirklich einmal drumherum schwimmen. Das ist sehr cool gemacht, finde ich, dass man halt auch wirklich drumherum schwimmen muss, damit das Ganze hier hält und wir das Ganze sicher das zweite. Okay, festmachen können. Los geht's. Okay, mach Platz. Wir heben ihn an. Okay, dann mal los. Und hoch damit. Okay, reicht das? Ja, locker. Lass sie nur nicht fallen. Wir werden sehen. Oh, okay. Fallen lassen. Ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Okay, dann nehmen wir mal das schwere Stückchen hier. Und manövrieren das hier ganz entspannt dort rein. Na, das hat doch super geklappt. Also, liebe Leute, das war doch ganz entspannend. Hoffen wir nur, dass die Fracht jetzt auch oben heile ankommt. Na, los. Komm schon. Geht doch. Jawohl. Oh. Okay, und schnell raus hier. Fertig, die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay. So, und da wir ja eigentlich schon vorher nach Schätzen gesucht haben, ist das, denke ich, ganz okay, wenn wir jetzt hier schlicht und ergreifend sagen, nö, wir wollen mit nach oben. Und los geht's. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche lang Fisch stecken. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Okay, also hiermit hätte ich nicht gerechnet. Das war ja echt wirklich gar nicht so tief, wie das aussah. Ich dachte, wir wären echt irgendwo mitten im Meer. Aber nö. Nathan... war hier in so einer Art Bucht tauchen. Huch.
sehr schön. So, kann ich runter? Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Ja, Nathan sieht um keinen Tag gealtert aus, wenn ihr mich fragt. 15 Jahre sind Drake, nun... Das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Dankeschön. 15 Jahre sind seit den Ereignissen in Panama vergangen und wir sehen immer noch jung und agil und fit aus. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. Mach das ruhig. Ich liebe Nathan allein dafür, dass er mal so gut Kontra geben kann. Das, er ist echt einfach, er ist einfach ein ziemlich cooler Held, muss ich sagen. So, ihr seid da gerade noch beschäftigt. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen auf dem Schiff um. Könnte ja sein, dass hier auch noch irgendwo ein Schatz verborgen ist. Aber das hat doch auf jeden Fall Spaß gemacht. So, du kümmerst dich um die Ausrüstung. Da brauche ich also nichts mehr. Oh, ich sehe schon einen Schatz. Ich sehe schon einen. Was denn? Hallo? Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Ha, neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Oh Gott, das ist die Stimme von Blake aus Heavy Rain. Ich mag den jetzt schon nicht. Oh, der arme kleine Mitarbeiter. So, was haben wir denn hier? Und einen weiteren Schatz, jawohl. Eine antike Spielhallenmarke. Heieieiei. Was wir nicht so überall finden. Aber hey, je mehr Schätze, desto besser. Und bisher haben wir scheinbar auch recht viele schon gefunden. Alles okay bei euch? Oh, nicht, dass ich gleich schon wieder schießen muss. Ich will nicht schießen. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen vor. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Okay, dann warte mal, bevor wir die Kisten öffnen. Ich will hier nochmal gucken. Gehen, es tut mir leid, dass ich das jetzt so hinauszögere. Aber vielleicht hat mir ja hier irgendeiner noch was zu erzählen. Aber bisher scheinen sonst alle anderen recht schweigsam zu sein. Also das scheint jetzt auch so grundsätzlich sein neuer Job zu sein. Ich denke mal, so nach verlorenen Gütern tauchen. Ist jetzt auch kein schlechter Job, finde ich eigentlich soweit ganz cool. Und passt, finde ich, auch ganz gut zu Nathan. Aber jetzt erstmal Hallöchen. Lass mal gucken, na, was wir da bekommen haben. Dann sehen wir mal nach. Genau. Wärst du dann so frei? Ach, ich soll. Ja, klar, gerne. Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Hey, Nate. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann.
Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Gekommen und haben hier noch den Wisch von unserem Chef. Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Aber es ist wahrscheinlich wieder illegal, mein Lieber. Und du hast schon einige krumme Touren in Anführungsstrichen gedreht. Und ich weiß nicht, ob das hier so gut wäre. Okay. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Kapitel 4. Ein normales Leben. Ach, ist das immer wieder schön, wie das da oben aufploppt, ne? Ich finde das ganz toll. Also wirklich, Uncharted 4 bisher wirklich ganz, ganz schön. Wirklich wundervoll. Grafik mag ich sehr, sehr gerne allgemein. Nate, es ist einfach immer wieder schön, mit ihm hier zusammen abzuhängen. Ist einfach toll. Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Eieiei, das sieht so cool aus. Und vor allem hier diese altertümlichen Schätze in seiner Wohnung, das passt halt auch total gut zu ihm. Dass er wirklich hier so ein Stück weit sesshaft geworden ist und nicht mehr dieser Dieb, der er einmal war, ist natürlich wirklich sehr interessant. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es könnte natürlich sein, dass das auch einige der Schätze sind, die wir damals in den ersten drei Teilen erworben haben, beziehungsweise zusammengesucht haben. So, alles klar. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Okay, jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nämlich eine der Dublonen aus dem ersten Teil, wo wir nach Eldorado gesucht haben damals. Och Gott, ist das geil. Hier diese Hints auf die vorangegangenen Teile sind genial einfach Sir nur. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Oh ja, das alte Tagebuch von ihm. Genau, wo dann Sully angeschossen wurde. Lang ist her. Sieh uns nur an. Och Gott, guckt euch das Bild an. Sully, Elena und Nathan. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. E-Punkt. Also wahrscheinlich Elena. Oder Elena hier in diesem Fall. Wunderschön. Oh, diese Erinnerung. Throwback. Ah, wunderbar. Alles klar. Ach, toll. Ja, der Dachboden hier extra für die alten Abenteuer von Nathan ausgerüstet. Beziehungsweise da liegen die alten Schätze. Shambhala. Shambhala, könnt ihr euch daran noch erinnern? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Fehlst mir, Kumpel. Oh ja, wo wir dann im Dorf waren. Nate und Tenzin, genau. Oh Gottchen. Gott, ist das lang her. Es ist so cool, dass er das alles aufgehoben hat. Das finde ich ganz großartig. Und da schwelgt man einfach super gern nochmal in den Erinnerungen von damals. Was haben wir hier? Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Ist das nicht das Harz auch von dem Baum aus Shambhala? Auch aus dem zweiten Teil, glaube ich, damals, ne? Wo wir gegen Lazarevich gekämpft haben. Boah, ist das geil, dass wir das alles aufgehoben haben. Also, einfach nur der Hammer. Guck mal, ein ganzes Leben liegt hier oben auf dem Dachboden. Sein altes Leben. Nein. Was haben wir da? CM? Das sagt mir gerade irgendwie nichts. Ach, es könnte von Sam sein. Doch, es ist von Sam. Danke für nichts, Dismas. Alles klar. Ja, hier noch die alten Gefängnisklamotten. Das aus Panama.
Da haben wir wahrscheinlich einfach ein Fotoalbum. Ja, dass er darüber noch nicht hinweg ist, das ist natürlich klar. Ja. Kommen Sie, Deckung. Zingelt. Oh nein, was? Wie cool. Auf wen schießen wir denn, mein Lieber? Oh, guckt euch das an, ist das nicht cool? Oh. Oh mein Gott, das ist so cool. Vorsicht, Nathan! Yay! Welchen Gegner? Guck mal, wir können den da abschießen. Jawohl. Ah, okay, wir sollen die da abschießen. Cool. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Ach, ist das cool. So, warte. Und bam! In your face, warte. Hier, schnell mal aufladen und... Oh, das hat ein bisschen lang gedauert. Nimm das. Ach, ist das herrlich. Ich muss weiter. Guck mal, und jetzt hier. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das Nathan übel Spaß macht. So, und jetzt hier, der letzte. Ja, zeig's mir. Piu. Und das. Piu, 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 piu. Genau, friss Plastik, mein lieber Freund. Das ist ja mega. Oh. Ja, bin gleich da. Ja, gleich. Das macht ja einfach Hab noch dich. Viel zu viel Spaß. Wie ein Profi. Jawohl. Gott sei Dank wehren die sich nicht. Vielleicht hätte ich sonst ein bisschen Probleme. Aber das ist auf jeden Fall sehr cool, dass er hier so spielt. Das ist voll süß. Oh nein. Wir haben keine Munition mehr. Nathan, was tun wir jetzt? Okay, ich glaube, wir sollten aufhören zu spielen. Obwohl, hier, das letzte Mal holen wir uns noch Munition. 6 Schuss haben wir noch. Werden wir sie damit besiegen können? Hier, da wartet der erste Gegner. So Piu. Und da sind die nächsten. Piu, piu. Und hier, die letzten 2 Kugeln gehen auf den Endgegner, der... Doch, da ist er. Da hängt er. Ha, ich kann's noch. Ja, allerdings. Wir sind noch ziemlich fit, mein lieber Freund, ne? So, und jetzt hören wir aber auf zu spielen, denn das Essen ist fertig. So, Schluss mit dem Spielchen. Sehr coole Aktion hier. Sehr coole Aktion. Nicht mehr wirklich mein Stil. Das erkenne ich jetzt spontan gar nicht, muss ich gestehen. Also einige Sachen kommen man ja auch super bekannt vor. Das war eine verrückte Nummer. Das Royal Inn. Waren wir da nicht mit dieser, wie hieß sie denn? Chloe, glaube ich, hieß sie, oder? Oder Zoe? Ja, doch, Chloe. Hey, Chloe. Hey Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben, nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Ach, herrje. In Sri Lanka, alles klar. Cool. Okay, so, dann lassen wir mal die Erinnerungen sein. Und ich denke, ich werde jetzt runtergehen zum Abendessen. Also hier können wir definitiv öfter vorbeischauen auf dem Dachboden. Der ist nämlich ziemlich cool. So, und das scheint hier unsere Wohnung zu sein. Also, wie man sich jetzt sicherlich denken kann, teilen sich Nathan und Elena eine Wohnung. Das heißt, die beiden sind nun wirklich endgültig zusammen. Die Wohnung ist jetzt nicht wirklich aufgeräumt. Also vielleicht teilen sie sich ja doch keine Wohnung, denn dass Elena so schlampig ist oder Elena, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Zeig mal her. Hm. Oh, guck mal, sie haben geheiratet. Oh, ist das süß. Ist das süß. Guck mal, ist das toll. Ist das Sully da als Man of Honor, also, als Trauzeuge. Ach, wie süß, am Strand. Kann man da noch mehr gucken? Kann man noch irgendwie ein bisschen, nee, scheinbar nicht, ne? Schade. Doch. Ah. Wow. Oh mein Gott, ist das schön. Guck mal, da ist Sully im Hintergrund. Oh. Na, das gefällt mir. Mir auch. Was für tolle Erinnerungen. Sie haben endlich geheiratet. Oh. Oh, sieht aus wie die Karibik. Das sieht so traumhaft aus. Und die beiden sind so ein süßes Paar, muss ich sagen. So, noch mehr Bilder? Nee, ich glaube, das war's erstmal.
Also wirklich ganz, ganz großartig, dass man hier auch einfach so, ne, ein bisschen was von seinem Leben mitbekommt, wie es dann einfach so war. So, mehr scheint es hier nicht zu geben. Schade, aber wirklich, wirklich wunderschön. Die Bilder sind echt große Klasse. So, das hier scheint Elenas Reich zu sein. Ich muss mir angewöhnen, sie Elena zu nennen. Ich nenne sie immer so im Englischen Elena. Klingt auch irgendwie besser. So, dann gucken wir mal. Das hier scheint, ich weiß nicht, unser Büro zu sein, ihr Büro. Das sieht eher so nach unserem Büro aus. Ah, guck mal, ihre alte Kamera. Wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Sie war ja damals Journalistin. Zu lange her. Ach Gott, wie süß. Schade, dass nur so wenig Bilder drauf sind, ne? Ich hätte da gern noch mehr gesehen, aber gut. Guck mal, hier auch mit den ganzen alten Kameras, ein Foto von Nathan. Ich denke mal, das ist ihr Arbeitszimmer. Oh, daran arbeitest du gerade? Bangkok. Schön. Ja, dass das ein Reiseführer ist, kann ich mir jetzt denken. Steht denn hinten noch was Spannendes drauf? Der ultimative Reiseführer für Bangkok. Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflug und längere Abenteuer, Hotels, Hostels, Bar, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist, dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen, von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Touristenrummels. Besuchen Sie den großen Palast und den Lak Mueng-Schrein auf der historischen Ratanakosin-Insel. Entdecken und probieren Sie die Waren des Chatuchak-Markts? Keine Ahnung. Finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Vielleicht plant sie ja mit uns in den Urlaub zu fahren. Das würde ich sehr schätzen, aber vielleicht ist es auch eher geschäftlich bei ihr. Ob sie immer noch Reporterin ist, Journalistin? Bestimmt, oder? Oder hat sie das aufgegeben? Aber meine lieben Freunde, wir werden jetzt hier leider an dieser Stelle auch schon wieder einen Cut machen müssen. So schwer es mir auch fällt, wunderschöne Erinnerungen haben wir hier. Aber wir sehen uns dann erst in einer neuen Folge und zwar morgen wieder. Ab jetzt kommen nämlich keine Doppelparts mehr, weil jetzt einfach nur wegen dem Release, weil ich unbedingt auch so spannend fand, dass ich dachte, ja, kommen zwei Parts. Aber jetzt kommen wieder ganz normal jeden Tag ein Part. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ja, wir sehen uns dann also in der morgigen neuen Folge und bis dahin sage ich, ciao, ciao.